Das ist ja gar nicht so leicht. Aber möglicherweise meint das Orakel die funkelnden Pollenfelder. Oh ja! Durch die Pollen fangen die Augen wie verrückt an zu tränen. Na klar, und die Altalorbrücke führt direkt dahin. Das ist es wahrscheinlich. Los, gehen wir. Hi, Fadel. Bye, Fadel. Wo wollt ihr denn hin? Ein König geht nicht auf Abenteuerreise. Das habe ich total vergessen. Da wartet ja all dieser Königskram. Nun denn, Nummer 1 auf der Liste, die Begutachtung der neuen Geschirrmuster. Herein damit! Dafür habt ihr eine Stunde Zeit. Seid ihr ganz sicher, dass ihr mich nicht braucht? Wir erledigen das allein, Eure Hoheit. König der Zentopia-Welt. Seine Majestät wird darüber nachdenken. Ein bisschen Mitleid habe ich mit ihm. Denkt dran, es kommt der Moment, da wird er wirklich König von Zentopia. Ja, und dann braucht er auch eine Königin. Ist das die Brücke, von der Mo gesprochen hat? Yep, die Altalor-Brücke. Und da sind die funkelnden Pollenfelder. Das ist wunderhübsch. So schlimm kann's nicht werden. Hat das deine Frage in etwa beantwortet? Yep, schlimmer geht's immer. Diese Brücke ist der einzige Zugang zu den Feldern. Es ist ganz einfach. Jagt die Einhörner da hinüber und dann zerstört sie. Schon sind sie gefangen! Aber Panthea, bitte, seid doch barmherzig. Es gibt viel mehr Pollen als sonst um diese Zeit. Und wir sind völlig hilflos dagegen. Es hilft keine Maske und kein Kraut. Gut, entweder fliegst du in die Pollenfelder oder du nimmst diese Fische hier für Sigos Frühstück aus. Ah! Oh. Na schön, wie ihr wollt. Du ekelhaftes altes Weib. Wie bitte? Ich sagte, ich beeile mich. Ach, wirklich, Sigo. Ich weiß gar nicht, warum ich sie noch hier behalte. Der König bedankt sich für dein kleines Geschenk in Form dieser Pflanze. Und ich muss gestehen, ich habe noch nie vorher jemanden sich 20 Minuten verbeugen sehen. Wirklich nicht. Danke. Waren das jetzt alle Audienzen? Ich möchte gern Mia und Yuko hinterherfliegen. Nein, ihr müsst noch für das königliche Porträt posieren. Ach, verschiebt das doch einfach auf morgen. Es steht auf der Agenda, Majestät. Ich bin der König und ich verschiebe es. Wie ihr wollt, Majestät. Jetzt werdet ihr mir bloß nicht auch noch krank. Euer wohlmeinender, elfenfreundlicher König entlässt euch hiermit, damit ihr euch erholt.